Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist wieder der Fabian von Lebenskraft pur bei mir. Hallo lieber Fabian, schön, dass du hier bist. Hallo Silke und Publikum. Und zwar möchte ich heute mit dem Fabian über besondere grüne Pulver sprechen. Ich hatte ja jetzt kürzlich ein Wildpflanzenvideo veröffentlicht. Da habe ich euch gezeigt, welche wichtigen Pflanzen wir noch im November finden. Aber ich habe auch gesagt, wenn es jetzt kälter wird, unwirtlicher, dann verschwinden auch viele Wildpflanzen. Es gibt da nur ganz wenige Wildpflanzen, die man dann noch in der Natur erkennen kann. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es bei Fabian, bei Lebenskraft pur, bittere Pulver bzw. Wildkräuter, ein ganz tolles Wildkräuterpulver gibt, so als Ersatz für den Winter oder auch wenn ich auf Reisen bin, habe ich meistens eins der beiden Pulver immer dabei. Und über diese beiden Pulver wollen wir heute mal sprechen. Lieber Fabian, ihr habt dieses Siebenkräuterpulver, das ist ein sehr, sehr bitteres Pulver. Ich mag diesen Geschmack. Da sind wirklich ganz tolle bittere Kräuter drin. Magst du mal sagen, was das genau für ein Pulver ist und wer das entwickelt hat? Ja, also die Siebenkräuter, nach Bertrand Heidelberger heißt das Pulver im Ganzen. Da ist auch schon ein bisschen verraten, von wo es kommt. Und zwar von dem Naturheilkundler Bertrand Heidelberger. Und zwar ist es im Prinzip eine wirklich sehr aromatische Mischung auch. Das ist ja auch das, was dir so gut daran dann auch schmeckt letztlich. Und wir haben eben da diese Mischung nach der Originalrezeptur auch von Bertrand Heidelberger auch zusammengestellt. Und Bertrand Heidelberger ist auch eine echt spannende Person. Also ich kann auch nur mal empfehlen, da auch mal ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen sich mit dem Menschen auch zu befassen. Ist wirklich ein toller, interessanter Mann und der hat sich ja über 50 Jahre im Prinzip in dem ganzen Thema beschäftigt und in dieser Sieben-Kräuter-Mischung von ihm, da stecken dann letztlich auch diese ganzen Erfahrungswerte drin, ne? Also über 50 Jahre naturheilkundliches Wissen und ja, er hatte im Prinzip so ein bisschen das Problem auch schon in relativ jungen Jahren, also er ist 1845 geboren. Und er hatte schon in jungen Jahren so ein bisschen das Problem, mit gesundheitlichen Beschwerden, auch stellenweise schwereren Erkrankungen zu kämpfen. Und er hat dann eben festgestellt, dass es auch tatsächlich viel mit der Ernährung zusammenhängt, damals sogar schon. Und hat dann eben mit der Kraft der Wildkräuter, sage ich mal, und der Natur einfach diese Mischung entwickelt, um eben da so ein bisschen entgegenzuwirken. Und das hat ihm einfach geholfen, da seine Krankheiten auch zu überwinden. Also er hat wirklich diese ganzen Pflanzen auch als Heilpflanzen benutzt. Darf man ja heute auch gar nicht mehr sagen. Aber er hat die wirklich dazu auch benutzt. Also das ist definitiv so. Und ja, er hat im Prinzip auch gemerkt, dass das Thema Schleimbildung, also Verschleimung und Verschlackung bei vielen Menschen ein Thema ist. Das war auch bei ihm der Fall. Und hat dann eben geschaut, dass man diese Mischung, die er da kreiert hat, hinsichtlich Bitterstoffen optimiert oder dass man da einfach viele Bitterstoffe drin hat, weil die eben dafür sorgen, dass eben diese ganzen Schlacken und Schleime auch gelöst werden und auch gleichzeitig die Verdauungsorgane dann einfach entsprechend gestärkt werden. Und dadurch dann einfach auch der ganze Energiestoffwechsel wieder angekurbelt wird und der Körper auch in die Selbstheilungskräfte kommen kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Mischung. Ich will jetzt aber auch gerne tiefer darin einsteigen. Ist eine spannende Sache. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich mit dem Bertrand Heidelberger näher zu befassen. Ist sehr, sehr, sehr spannend. Und er hat diese Mischung zusammengestellt aus Bibernelle, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut, Anis und Schafgarbe. Also alles wirklich auch sehr, sehr, sehr bittere Stoffe. Mhm. Und das ist so, ja, also wenn man es mal probiert hat, dann wird man das auch feststellen, dass es wirklich eine sehr, sehr, sehr bittere und starke, kräftige Mischung ist. Mhm. Also genau. Schafgarbe habe ich auch in meinem Wildkräuter-Video gezeigt. Die kann man gerade noch draußen finden, aber dann so im Dezember, Januar, wenn es wirklich kalt wird, findet man sie auch nicht mehr. Und ich mag auch immer so diesen herben, bitteren Geschmack an der Schafgarbe. Es ist wirklich ein wunderbares Aroma. Und diese sieben Wildkräuterpulver habe ich auch ab und zu schon mal mit auf Reisen genommen. Und was ich auch interessant fand, ich habe dann aus Grashalmpulver getrunken, auch von euch, und danach so ein bisschen so ein Pulver in den Mund genommen und war dann noch stundenlang unterwegs. Und ich hatte so das Gefühl, dass es auch erstmal, ja, wie gesättigt hat. Das war so eine ganz interessante Erfahrung, dass ich dann überhaupt nicht gespürt habe, Hunger. Ich meine, ich spüre eh selten Hunger, aber wir waren ja viel unterwegs und war auch ein bisschen anstrengender dann, auch Sport gemacht und fand ich sehr interessant, obwohl ich auch noch ein bisschen von dem Pulver in den Mund genommen habe. Und
Was ich auch schön fand, ich habe ja nutze das Wildkräuter oder dieses Siebenkräuterpulver ja auch schon länger, eben diese schleimlösende Wirkung. Und auf meinem Kanal gibt es auch immer Videos zu Anoderit, schleimfreien Heilkost, und es ist natürlich dann sehr unterstützend, dieses Siebenkräuter. Und ich sage auch immer in den Videos, nicht nur Früchte essen oder eben diese schleimfreie Kost, sondern eben auch viel Grün. Das ist immer wichtig. Grün, Bitterstoffe für die Verdauung. Genau. Warum sollten die Menschen das Siebenkräuterpulver nehmen? Also was für welche Beschwerden würdest du es empfehlen oder auch generell Menschen, die das jetzt gern probieren möchten, weil sie sagen, Bitterstoffe sind gesund, ich möchte mehr Bitterstoffe integrieren. Versuchst du das mal mit dem Pulver oder genau, warum sollte man das Pulver einnehmen? Ja, du hattest es ja gerade auch schon gesagt, ne? Also dieses Thema, dass auch dann der Hunger aufkommt und da so ein bisschen, sage ich mal, in Zaum gehalten wird, dieses Hungergefühl und so weiter, das kann man damit auf jeden Fall wirklich erreichen. Und das liegt einfach auch daran, dass wir ja heutzutage in der gewöhnlichen Nahrung ja kaum noch Bitterstoffe drin haben. Die sind ja wirklich zugunsten eines süßen Einheitsgeschmacks, nenne ich es immer ganz gern, herausgezüchtet worden. Aus den meisten Lebensmitteln einfach. Und von daher können wir da wirklich kaum, ja, oder gar nicht genug kriegen davon, ja, weil unsere Verdauungsorgane, ich hatte es ja eben auch schon erwähnt, Magen, Gallensaft und so weiter, ja, also dass auch unsere Nahrung richtig verdaut werden kann. Dafür brauchen wir Bitterstoffe. Es ist essentiell wichtig. Und wie es Bertrand Heidelberger ja auch schon festgestellt hat, ist einfach der Fall, dass du Nahrung auch einfach schlechter verdauen kannst und daher dann auch viele zum Beispiel Schlacken, Verschleimungen und so weiter herführen können. Und von daher ist es einfach essentiell für die ganzen Verdauungsorgane, Leber, Pankreas und so weiter, also dieses ganze Verdauungssystem, wie wir es ja auch in uns haben, das kann nur richtig funktionieren und richtig arbeiten, wenn wir auch genügend Bitterstoffe zuführen. Von daher ist das in meinen Augen das Wichtigste oder der größte Effekt an dem Siebenkräuterpulver. Ja, und gleichzeitig kann man es natürlich auch noch nehmen, wie du es schon gesagt hast, ne? Man findet noch ein bisschen Wildkräuter draußen, aber es wird ja auch immer weniger. Und es ist einfach, sage ich mal, früher hat man sich dann die Wildkräuter dann getrocknet und hatte über den Winter auch noch welche. Viele machen das ja auch, du machst das ja auch öfter, aber sage ich mal jetzt für die Leute, die ein bisschen gestresster sind oder so, oder auch mal auf Reisen, wie du es immer schön sagst, ne, da ist es dann im Prinzip einfach eine schöne Mischung, die auch in Rohkostqualität vorliegt, in Bioqualität. Also wir haben da wirklich eine super Qualität in allen Bereichen und damit kann man dann einfach arbeiten. Um eben Stoffwechsel, Verdauungsorgane und so weiter anzuregen. Wie würdest du den Verzehr empfehlen? Es gibt verschiedene Anwendungen. Fangen wir mal mit der härtesten an. Das ist tatsächlich als Tee. Ich habe das auch schon hin und wieder gemacht, als Tee das Ganze aufzugießen. Sprich einfach in eine große Teetasse, mal so ein gestrichener Teelöffel oder so, das reicht schon oder für mich auch ein bisschen mehr. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Durch diese Heißwasserextraktion, da kommen diese Bitterstoffe unglaublich raus. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Das ist für die Profis. Das ist wirklich extrem bitter, aber wirklich eine Wohltat auch. Das kann ich auch nur empfehlen. Das hat Bertrand Heidelberger auch tatsächlich empfohlen, da Tee auch draus zu machen. Man kann es aber natürlich auch in seine Smoothies untermischen, dass man einfach da nochmal, sage ich mal, den Extrakt Kick an Bitterstoffen einfach noch mit reinkriegt, wenn man jetzt vielleicht nur Kulturgrün hat oder so, dass man einfach dann im Smoothie noch, im grünen Smoothie noch ein bisschen Bitterstoffe mit einfügt oder in grünen Säften oder so, je nachdem, was man halt macht. Oder eben, das mache ich ganz gerne, ist mir eigentlich am liebsten, das Ganze einfach pur zu nehmen. Ich lege mir das dann immer mit so einer Messerspitze oder halt, ja, keine Ahnung, so ein halber Teelöffel oder so, so ein bisschen einfach unter die Zunge, so mehrfach am Tag, so wie du es, glaube ich, auch geschildert hast im Urlaub zum Beispiel. Und dann hat man diesen Geschmack die ganze Zeit. Wir wissen ja auch, dass diese Bitterstoffe schon ganz viel über die Zunge auch aufgenommen werden. Und das löst ja im Prinzip schon im Darm die ersten Reaktionen auch aus. Also sobald die Zunge ja im Prinzip die Bitterstoffe schon schmeckt, fängt ja im Prinzip das ganze Verdauungssystem schon an und Magensäfte werden produziert, ne? Und das ganze System läuft. Also von daher macht es durchaus Sinn, auch, sage ich mal, diese Geschmäcker dann auch länger im Mund zu tragen und einfach zum Beispiel vor dem Essen kann man sehr gut machen, eine halbe Stunde oder einfach zwischendrin auch im Tag kann man es durchaus sehr, sehr gut einnehmen. Vielleicht noch eine gute Info, es sind 250 Gramm von diesem Pulver im Glas und das hält dann ungefähr 250 bis 500 Portionen, also das ist auch sehr, sehr reichhaltig. Also ich bin auch sehr lange mit meinem, ich hatte ja glaube ich zwei Gläser, aber ich bin auch lange hingekommen, aber ich nehme ja auch im Sommer über richtiges, also frisches. Genau. Aber so gerade über den Winter oder wenn ich mal so gestresster bin oder nicht so Zeit habe zum Sammeln oder auf Reisen. Oder ich fülle auch mal jemandem was ab, ne? Wenn Freunde kommen und genau. Probier mal, dann
gebe ich das auch mal weiter. Also auf alle Fälle ein wunderbares Siebenkräuterpulver. Das war ja das erste bittere Pulver, was ihr hattet. Genau. Und dann habe ich mich total gefreut. Ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr? Da habt ihr ein wunderbares Wildkräuterpulver. Ich glaube, das heißt Wildkräuterpulver Plus oder Pur? Pur, ja. Pur. Wildkräuterpulver. Da habe ich mich total gefreut. So eine richtig geniale Wildkräutermischung. Vielleicht magst du auch mal dazu was sagen. Was ist das für ein Pulver und wer hat das entwickelt? Das haben wir mit dem Uncas Chemica von Bio 360 zusammen entwickelt und dem Uncas hat halt einfach immer so ein bisschen so eine Wildkräutermischung, gerade auch dann eben zu der kalten Jahreszeit gefehlt, oder der Uncas ist ja auch relativ viel auf Reisen und von daher hat er dann einfach, sage ich mal, Wildkräuter auch einfach konserviert gebraucht und das in einer sehr, sehr guten Qualität. Und dann haben wir einfach uns überlegt, welche Mischung wir machen. Und wir sind dann am Schluss auf 15 der gängigsten heimischen Wildkräuter, da haben wir uns drauf geeinigt. Und da muss ich jetzt spiegeln, ne, muss ich vorlesen. Das sind Löwenzahnblatt, Brennnesselblatt, Spitzwegerichkraut, Mariendistel, Bärlauch, Schafgarbe, Wegwarte, Lungenkraut, Hagebutte, Gundermann, Lindenblätter, Goldrute, Eibischwurzel, Weißdornblätter und Beifuß. Und damit haben wir ja wirklich so, sage ich mal, die bekanntesten und kräftigsten Wildpflanzen auch tatsächlich hier aus unseren heimischen Gefilden irgendwo abgedeckt. Und das war so ein bisschen unser Ziel, dass wir da einfach eine Mischung haben, wo wir einfach ein breites Spektrum haben an Wildkräutern, die man dann auch einfach gut in der kalten Jahreszeit oder auf Reisen verwenden kann. Und ja, daraus ist eben diese einzigartige Vitalmischung entstanden. Liegt auch dann in Rohkostqualität und Bioqualität vor. Das ist uns immer ganz wichtig, dass auch diese ganzen Enzymtätigkeiten erhalten bleiben und die Vitalität erhalten bleibt. Ich habe mich ja besonders gefreut, dass ihr meine zwei Lieblingsblätter, dass die mit in dem Pulver enthalten waren, nämlich Lindenblätter und Weißdornblätter. Die mag ich wirklich im Frühjahr, im Mai mit am liebsten. Also, und es hat auch wirklich ein schönes Aroma. Also das schmeckt mir wirklich gut. Während Siebenkräuter wirklich sehr bitter ist, das ist jetzt nicht unbedingt gut. Wenn man bitter mag, kann es durchaus auch was für ein Genuss sein. Aber das Wildkräuterpulver ist wirklich auch sehr angenehm. Es ist eine wirklich sehr harmonische Mischung. Und was würdest du empfehlen? Wer sollte das Wildkräuterpulver einnehmen? Für was oder für wen wäre das geeignet? Ja, du hattest es gerade schon, deine zwei Lieblinge. Das ist ja spannend, ne? Weißdorn. Weißdorn ist ja auch bekannt dafür, dass es, sage ich mal, auch in der Naturheilkunde bekannt für Herzgesundheit. Ja? Mhm. So sehr, sehr spannendes Wildkraut auf jeden Fall auch. Und die Wildkräutermischung insgesamt würde ich jetzt auch sehen, ähnlich wie die Siebenkräutermischung, auch tatsächlich um die ganzen Verdauungssäfte irgendwo anzuregen. Natürlich, wie du es gerade gesagt hast, wir haben weniger Bitterstoffe drin, haben dafür ein bisschen ein breiteres Spektrum auch. Ist auch ein bisschen für Genuss, ja. Also ist wirklich eine sehr aromatische Mischung. Wenn wir noch auf die Anwendungen drauf eingehen, kann ich auch gleich noch ein paar Tipps geben. Da kann man nämlich echt leckere Sachen mitmachen. Ist ein bisschen breiter, also ein bisschen einfach mehr auch für den Genuss ausgelegt. Natürlich hat es aber auch einen gewissen Anteil an Bitterstoffen enthalten, von daher auch wiederum für die Verdauungsorgane sehr, sehr wertvoll. Gallensaft, Magensaft und so weiter sehr, sehr stark anregend. Und für die ganzen Verdauungsorgane und für eine generelle Vitalstoffversorgung. Wir haben auch einen relativ hohen Anteil Chlorophyll da drin. Da hatten wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen in einem anderen Video. Also es ist sehr, sehr breit. Ne? Also ich würde mal sagen, da wo jetzt Bertram Heidelberger noch gezielter auf dieses Verdauungsthema Bitterstoffe eingeht, ist das Wildkräuter pur ein bisschen breiter angelegt. Ne? Also generelle Vitalstoffversorgung, Genuss, Chlorophyll, aber auch das Thema Bitterstoffe und Verdauungsorgane sind da so ein bisschen enthalten. Und dadurch, dass wir auch ein relativ breites Spektrum an Wildpflanzen da drin haben, haben wir natürlich auch breit gefächerte Effekte. Wobei man da natürlich jetzt relativ wenig dazu sagen darf mittlerweile, ne? Aber es sind ja alles, wir wissen es ja je nachdem, es sind ja alles irgendwo Wildpflanzen oder früher hat man halt gesagt Heilpflanzen und dadurch, dass wir so ein breites Spektrum haben, haben wir natürlich auch breite Effekte. Also ich verwende ja das Pulver sehr einfach, ne? Wenn ich auch auf Reisen bin, ich habe gerade dieses Wildkräuterpulver mit, ich liebe ja Gurken. Dann schneide ich mir Gurken in Scheiben und ein bisschen Wildkräuterpulver über die Gurken. Oder wenn ich mal hier bin, einen Salat mache, einfach auch ein bisschen Wildkräuterpulver in Salat. Also bei mir beschränkt sich das immer auf sehr, sehr einfache Anwendungen. Genau, was hast du noch so für eine Empfehlung? Was kann man mit dem Wildkräuterpulver noch so machen?
Ja, man kann auch einmal, wie bei den sieben Kräutern, kann man auch einen Tee draus machen. Ist auch sehr lecker, nicht ganz so bitter wie der sieben Kräutertee, aber ist auch ja, einfach aromatischer ein bisschen, hat trotzdem auch eine bittere Note. Aber man zieht einfach durch diese Heißwasserextraktion, ne? Also man verliert auch ein bisschen Enzymtätigkeit, logisch, ne? Man verliert die Rohkostqualität dadurch durch den Tee, aber man kriegt auch ein paar Bonuseffekte, die durch diese Heißwasserextraktion stattfinden. Ne? Gewisse Stoffen kommen ja nur durch solche Extraktionen, wie es jetzt zum Beispiel durch den Tee passiert. Also hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Man kann es dann aber natürlich auch in Rohkostqualität wiederum im Smoothie machen. Also das funktioniert auch, um da einfach noch ein bisschen aromatischer das Ganze und einfach ein bisschen zu veredeln. Auch da wiederum, wie bei dem Siebenkräuterpulver, würde ich auch dazu raten, vor allem wenn ich jetzt einen Smoothie vielleicht aus Kulturgrün mache, wo jetzt halt vielleicht nicht ganz so viele Bitterstoffe mehr drin sind, genau, einfach da ein bisschen zu veredeln. Oder man kann es auch pur machen, man kann es sich auch unter die Zunge legen, wobei da nicht ganz so stark der Effekt ist, weil wir halt nicht ganz so viel Bitterkräuter drin haben, aber auf jeden Fall spürbar. Und meine absolute Lieblingsanwendung ist halt einfach diese Genussanwendung jetzt im Salat oder wie du es auch gerade gesagt hast, man kann auch sich irgendwelche Rohkostplatten oder so weiter zusammenstellen und dann einfach ein bisschen würzen mit dem Pulver einfach drüber streufeln. Und man kriegt da wirklich ein also super leckeres Gewürz einfach hin. Und ja, also da bin ich einfach selber begeistert. Ich will mich jetzt nicht beweihräuchern, aber das schmeckt einfach ganz toll. Und mit dem Bärlauch und so weiter, das hat halt auch wirklich richtige Würze. So ein bisschen Knoblauch auch, so ein bisschen Charakter drin durch diesen Bärlauch. Und das schmeckt einfach super lecker. Also das schmeckt auch wirklich jedem Nicht-Rohköstler, will ich jetzt sagen. Und ist einfach eine leckere Anwendung. Ich mag es am liebsten in Salatsoßen oder Dressings oder aber auch tatsächlich dann in so Rohkostplatten, wo man sich einfach so ein bisschen Gemüse einfach zusammen schnippelt und dann so ein bisschen das Pulver drüber. Das ist mega lecker. Für Dressing und Dips kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja. So, obwohl ich da meistens dann frische Kräuter nehme und auch mal gefrorene, aber das Wildkräuterpulver könnte man auch da. Das müsste ich auch mal ausprobieren. Dann, da hatten wir auch kürzlich drüber gesprochen, lieber Fabian, du weißt es ja schon, meine YouTube-Zuschauer wissen es ja noch gar nicht, wir haben seit Ende August einen Hund, langjähriger Wunsch meines Elfjährigen, und er bekommt auch ab und zu etwas von dem Wildkräuterpulver. Das hat mir tatsächlich eine Freundin empfohlen, die schon länger Hunde erfahren ist, die hat auch jetzt wieder zwei Hunde seit über einem Jahr, und die hat mir dann so ein paar Tipps gegeben und hat dann auch von Wildkräutern gesprochen und Wildkräuterpulver, und dann füge ich das jetzt immer mal früh in die Mahlzeit mit hinzu, einfach ein bisschen Wildkräuterpulver. Manchmal gebe ich auch, oder habe ich in den letzten Wochen dann auch so frisch gehackte Brennnessel dazu gegeben, also ganz klein gehackte Brennnessel. Aber jetzt, wenn das dann auch zu Ende geht, ist natürlich das mit dem Wildkräuterpulver auch eine gute Möglichkeit für Haustiere. Ne? Das ist jetzt auch nicht nur für Hunde, also man könnte das gut mit ins Futter untermischen. Das unterstützt natürlich auch die Gesundheit der Hunde. Und da hast du mir auch noch was empfohlen, gerade für Hunde. Das hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm. Da habt ihr ja auch ein Pulver, das ist jetzt nicht grün, aber weiß, dieses MSM. Ja. Magst du dazu noch was sagen, weil das jetzt gerade, weil wir jetzt gerade den kleinen Schlenk zum Haustier, zum Hund gemacht haben, wofür dieses MSM gut ist? Ja, absolut. Also dieses MSM-Pulver ist einfach bei Tieren oder gerade bei Hunden, die ja oftmals auch ein bisschen, kommt auch immer auf die Rasse an, ne? Es gibt ja auch Rassen, die sind sehr besonders empfindlich, aber auch ja, generell einfach Hunde oftmals ein Thema mit dem Bewegungsapparat haben. Klar, der ist ja auch sehr belastet, ne? Die springen immer viel rum und so weiter. Und da haben wir mit dem organischen Schwefel, dem MSM, einfach eine super Variante, die auch sehr gut vertragen wird von den Tieren und gerade von Hunden. Und da einfach, sage ich mal, die ganzen Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter alles geschmeidig hält und da einfach präventiv auch den Bewegungsapparat der Tiere dann auch unterstützt einfach. Aber auch so Sachen wie die Wildkräuter. Ne? Ich finde das zum Beispiel extrem interessant. Ich hatte früher auch einen Hund und der hatte auch regelmäßig, immer beim Gassi gehen, hat er auch mal Wildkräuter gefressen. Also es war dann immer so ein bisschen affig oder sah halt so witzig aus, weil er dann da so komisch rumgekaut hat. Aber ist total spannend. Ne? Die Tiere sind da sehr intuitiv und je nachdem hat er dann auch unterschiedliche Kräuter gegessen, je nachdem, was er halt gebraucht hat. Mhm. Und von daher kann ich das tatsächlich auch empfehlen. Oder auch Gras zum Beispiel. Gras hat er auch ständig gefressen. Hat er da die Grashalme abgekaut. Und daran sieht man einfach, die Tiere sind auch sehr intuitiv und können auch diese ganzen Wildpflanzen sehr gut vertragen.
Und ja, wie gesagt, das MSM natürlich auch, wo man aufpassen muss, den Tipp will ich noch mitgeben, weil wir es jetzt gerade davon haben mit den Tieren. Xylit, da muss man sehr, sehr aufpassen bei Hunden, weil die können es nicht verstoffwechseln und das kann wirklich kritisch bzw. lebensbedrohlich sogar werden. Also Xylit sollte man möglichst fernhalten von den Tieren. Aber ansonsten mit dem MSM oder auch Chondroitin ist auch noch so eine interessante Sache, Glucosamin, das sind alles so unterstützende Dinge für den Bewegungsapparat. Und gerade Hunde haben halt öfters da ein Thema und da kann man einfach ein bisschen entgegenwirken. Gut, dass du mit dem Xylit auch nochmal sagst, aber das hatte ich auch schon relativ auf dem Schirm, weil meine Eltern haben auch schon länger einen Hund. Und wenn wir dann zu Besuch waren, wir haben ja eure Birkenzucker-Bonbon-Pops für die Zähne und da musste man dann auch immer aufpassen. Also da war ich dann auch immer hinterher, dass wir das nicht irgendwie liegen lassen. Und da haben wir das natürlich auch jetzt auf dem Schirm. Die müssen wir immer schön weit hochräumen, dass... Sonst verwende ich jetzt kaum noch Birkenzucker, eigentlich nur noch so für die Zahnpflege oder eben, also für Zahnpulver, wenn ich das selber mache, oder Zahnpasta oder eben dann die Drops zum Lutschen. Aber jetzt so für die Küche verwende ich es eigentlich kaum noch. Aber das ist immer gut vor Ort. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst, weil ich hatte nämlich schon einige Videos gemacht zur Zahnpflege, wo auch Xylit dabei war. Und da war dann immer eine Zuschauerin, glaube ich, die dann, ja, sag doch mal bitte, dass das für Hunde gefährlich ist. Und ich habe das dann beim zweiten und dritten Mal auch vergessen und deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt hier nochmal ansprechen, dass Xylit wirklich für Hunde lebensgefährlich sein kann. Ne? Genau. Genau. Ja, lieber Fabian, da danke ich dir auf alle Fälle für diese tolle Ausführung. Also wirklich auch mit meinen beiden liebsten Wildkräuterpulver, neben Grassaftpulver muss ich natürlich sagen, das ist mein absoluter Favorit, aber so diese Pulver, so mit Wildkräuter oder bittere Pulver, die mag ich wirklich sehr. Und ich freue mich wieder, du stellst wieder einen Rabattgutschein für eine Woche zur Verfügung für meine Zuschauer. 5% auf den gesamten Warenkorb, nicht nur auf diese Produkte, sondern auf die Pulver, die wir jetzt angesprochen haben. Und es wird ab heute für 7 Tage gelten. Also wer sich jetzt für die Produkte interessiert, für den Gutscheincode, das findet ihr alles unter dem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Der Gutscheincode, Rabattcode lautet, wir haben uns auf bitter5 geeinigt. Bitter klein und dann eine 5. Aber das findet ihr auch alles unter dem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Ich danke dir sehr, lieber Fabian. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung. Und ja, wenn es Fragen zu diesen Produkten gibt oder auch Feedback zum Video, zu den Informationen, dann hinterlasst es gerne unter diesem Video. Wir freuen uns über, oder ich freue mich über Austausch. Fabian wird vielleicht auch mal reingucken, wenn er die Zeit findet. Oder Fragen kann ich auch dann an Fabian weitergeben. Das wäre kein Problem. Können wir dann auch unter dem Video, können wir die Fragen dann auch beantworten. So, das war's wieder von uns. Alles Gute, alles Liebe und bis ganz bald. Tschüss.